Sopa in der schwarzen Hose hat die Möglichkeit, Revanche zu nehmen, denn im vergangenen Jahr unterlag er seinem heutigen Gegner Branimir Stankovic im DFB-Kampf gegen Italien ganz knapp nach Punkten. Für mich damals eine glasklare Fehlentscheidung. Vor der fünften Runde stand es unentschieden. Und wie die Punktrichter dann in den letzten drei Minuten Stankovic hatten vorne sehen können, bleibt ein Rätsel. Aber was soll's? Heute auf ein neues und vielleicht gelingt es ja Castrio Sopa auf 1:2 zu verkürzen. Eine Niederlage heute gegen Italien wäre kein Beinbruch, auch gegen die Ukraine nicht. Aber da müssen eben die Kämpfe gegen die USA und der Rückkampf gegen Argentinien unbedingt gewonnen werden. Ja, schöne Rechte da zum Kopf von Sopa. Aufwärtshaken von Sopa. Technisch feiner Kampf hier. Branimir Stankovic ist ja ein ganz, ganz erfahrener Mann, trotz seiner erst 23 Jahre. Gerade in den Kämpfen der World Series of Boxing hat er 11-mal im Ring gestanden, 8-mal gewonnen, nur 3 Niederlagen. Kämpfte der Saison 2011-2012 für Dolce & Gabbana und gewann mit den Italienern 2012 auch die Teamwertung, also die Gesamtwertung. Und auch in diesem Jahr, in dieser Saison, haben die Italiener vorgenommen, zumindest bis ins Finale vorzudringen. Alle haben natürlich riesen Respekt vor Kuba. DFB gibt es ja seit 2010. Erster Sieger war damals Paris United. Die Franzosen gewannen das Finale gegen Astana Arlans aus Kasachstan 2011-12. Erstmals deutsche Beteiligung mit den Leipzig Leopards. Wingenzahl der Adler war etwas zu zaghaft. Bei der Gruppenphase war bereits Schluss. Gesamtsieger wurden schließlich Astana Arlans Kasachstan gegen die Ottomanen aus der Ukraine, verdammt knapp mit 6:5 nach einem Zusatzkampf. Also immer hart umstritten diese Kämpfe. So, zwei dieser Punktrichter, wer weiß wer, hatte Stankovic vorne, einer Castrio Sopa immerhin. Also ganz ausgeglichene Sache bislang. Stankovic in der gelben Hose, Castrio Sopa in schwarz. Ja, da wäre die Chance gewesen, mit der rechten mal saftig durchzukommen, aber sehr gute Maltbewegung da von Branimir Stankovic. Sopa lässt man da seine linke häufig hängen. Zwei, dreimal da schon eine rechte von Stankovic vorbeimarschiert. Ringrichter ist John Steffen Nordin aus Schweden. Der Mann, der im ersten Kampf Barriga gleich 5 Punkte vor Persiano hatte.
kann man ja nachher mal fragen, was er da so alles gesehen hat. Wenn das deutsche Team hier gesamthaft verlieren sollte, wäre es doch wichtig, möglichst knapp zu unterliegen, vielleicht mit 2:3, dann gibt es noch einen Punkt zusätzlich. Ja, schöne Rechte jetzt hier von Sopa, wunderbar durchgekommen. Hat er 3 Kämpfe bislang in der WSB bestritten, Castrio Sopa, 2 Siege gegen den Amerikaner Eric Fowler im Hin- und Rückkampf. Ja, dann diese umstrittene Niederlage gegen Stankovic im vergangenen Jahr. Ja, jetzt wäre die Chance da gewesen. Oh, eindeutig zu tief gegangen hier. Der Schlag von Stankovic hat er nicht gesehen. Der schwedische Referee. Ja, super. Oh, schön jetzt hier. Kurz vor Torestoß nochmal so eine saftige Rechte da zum Kinder nochmal nachgesetzt. Guter Abschluss und das müssen sich doch auf die Punktzettel einwirken. Zoltan Lunka. Aus Ludwigsburg, der im Bundesstützpunkt Rhein-Neckar Heidelberg trainiert. Unser Valentin Chilaki ist 21 Jahre alt, er ist 1,73 groß. Eines der vielen Talente, die wir hier im Amateurboxen haben. Er darf sich jetzt auch nicht provozieren lassen von Branimir Stankovic. 2011 wurde er serbischer Meister. Ein Jahr später holte er sich Silber. Schaffte bei den ganz großen Turnieren nie ganz den Sprung aufs Treppchen, aber kam bei den Weltmeisterschaften 2009 immerhin ins Viertel und 2011 reichte es noch fürs Achtelfinale und 2011 verpasste er die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften nur haarscharf. Also durchaus ernstzunehmender Gegner, das haben wir auch im Verlauf dieses Kampfes gesehen. Gute Rechte zum Kopf. Super, boxt ja ökonomisch, gefällt mir. Was er macht, hat bislang Hand und Fuß. Stankovic sehr beweglich, gut unterwegs auf den Beinen. Aber Sopa macht es richtig, er bestimmt jetzt von der Ringmitte aus den Kampf, setzt Stankovic unter Druck, genau wie es im Kampf zuvor Ketafi Tjelkia mit Omar Elhak gemacht hat. Boxt ein bisschen offen, Sopa hat Glück bislang, dass Stankovic das nicht ausnutzen konnte. Viele Schläge von Stankovic landen im Nirvana. In der Saison 2011-2012 gewann Stankovic alle seine Kämpfe nur gegen den Iren John Joseph Nevin, sogar den Kürzeren, und der ist ja ein besonderes Kaliber. 2013 wurde der Europameister im Bantamgewicht, holte sich Silber in London bei den Olympischen Spielen, also gegen den kann man schon mal verlieren.
und 12-13. Da wurde Stankovic in der WSB-Einzelwertung sogar Zweiter. Auch das muss man erstmal schaffen. In der Saison gelang ihm die Revanche gegen Nevin und eben der Sieg über ganz stark sein Sieg über den Ukrainer Denis Berentjuk, der bei den Olympischen Spielen in London immerhin die Silbermedaille holte. Also Sie sehen, dieser Stankovic, der kann auch gegen absolute Weltklasse mithalten. Ist natürlich auch immer so Glückssache bei der Auslosung, bei der Weltmeisterschaft oder bei Europameisterschaften. Da kommt man relativ flott gegen einen Favoriten und schon ist es aus. So, alle drei haben doch tatsächlich wieder Sofa vorne. Der führt jetzt 29-28, 29-28 und 30-27. Also das sieht klasse aus. Und jetzt noch eine Runde und dann hat er das Ding hier im Sack, wenn da nicht noch Schlimmeres passieren sollte. Ja, beide da mal mit ihrer Linken zum Kopf durchgekommen. Spritzt ein bisschen Schweiß, aber mehr ist nicht passiert. Sehr intelligenter Kampf von Cassio Sopa. Macht genau so viel, wie er muss. Aber hat die besseren Treffer und Branimir Stankovic kann bislang gegen den Mann aus Ludwigsburg her nicht allzu viel anfangen. Sopa hat ja ein exzellentes Jahr hinter sich. 2013 beim Chemiepokal, beim 40. in Halle, schlug er im Finale den Chinesen Xiaou. Und ebenfalls in die Siegerlisten dieses traditionsreichen Turniers trugen die Fliegengewichter Ronny Beblik, Stefan Hertl und Emir Amatovic ein, der heute eigentlich hier boxen sollte, sich aber leider verletzte und durch Witt ersetzt wird. Ja, ja, geh mal dazwischen, komm. Der gute Johann Stefan Nordin. Ja, das sollte er vermeiden, er muss raus da, weg von den Seilen. Ja, noch die letzten Sekunden, da sollte Sopa noch mal den Druck etwas erhöhen. Ziemlich knapp jetzt diese vierte Runde. Na, vielleicht gelingt es ihm wie eben noch mal kurz vor Schluss da zwei. Geht, dann hat er den Kampf hier gewonnen. Wäre natürlich eine feine Nummer. Und was noch schöner ist, er hätte den Kampf völlig verdient gewonnen. ...2012 wurde Sopa deutscher Vizemeister der Junioren, verlor im Finale gegen Arthur Brill. 2011 war er deutscher Meister bei den Junioren, 2010 ebenfalls deutscher Meister und hat also so einiges schon in seinen jungen Jahren in seinem Trophäenschrank stehen zu Hause. Er sollte sich auf keine unnötigen
Plänkeleien mehr einlassen. Soll es hier ganz ruhig die Sache zu Ende bringen. Da knallt die linke und die rechte zum Kopf von Sopa. Einfach jetzt Fäuste hoch und Stankovic kommen lassen und noch ein, zwei Konter setzen, so wie er das eigentlich in diesen Runden zuvor gemacht hat. Da war der Ellbogen von Sopa am Kopf. Jawohl, schöne Aufwärtshaken jetzt von Sopa. Drücken sie beide. Die linke von Stankovic auf der Deckung. Rechte von Sopa. Da sollte jetzt nicht Stankovic da unnötig provozieren. Ja, man sieht, dass beide jetzt hier doch ziemlich viel Kraft gelassen haben. Sopa etwas weniger, das ist aber auch seiner intelligenten Kampfesweise zuzusprechen. Er hat hier wirklich ökonomisch geboxt, er hat seine Kräfte eingeteilt. Ist auch in einer glänzenden Verfassung wie Eleni Koskina, die leitende Physiotherapeutin, vor dem Fight hier gesagt hat, 11 Jahre ist sie nun schon bei den Boxern. Betreute früher unter anderem auch die Fußballer von Hertha BSC Berlin. Auch das macht das wieder gut hier. Er bringt die ganze Sache ganz ruhig zu Ende, die letzten 10 Sekunden. Nachdem Stankovic gut gestartet ist in diese 5. Runde, hat er doch jetzt hier nachgelassen und ja, vorbei der Kampf. Das hier super. Also jetzt ist das Urteil. And here are the results. Upper judges in the light welterweight up to 64 kilogram. Judge 1 scores this fight 49-46. Judge 2 49-46. And judge 3 49-46. Winner is a fighter in the red corner, Kostya Zopa. Also klare Sache für Castrio Sopa, Kompliment. Ja, Judge C hat da auch noch sein Gegner vorne hat. Okay, reden wir nicht drüber. Alle drei, Kaira Sidi, Jakob, Yasser China und Lars Grobil.